Herr Hennig, Sie sind Kurator der großen Ausstellung Weltwissen zum Wissenschaftsjahr in Berlin, der Höhepunkt des Jahres. Können Sie uns sagen, was ist der Anlass für diese große Ausstellung? Anlass der Ausstellung sind die Jubiläen großer, renommierter Berliner Wissenschaftsinstitutionen. 300 Jahre Charité, 300 Jahre Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 200 Jahre Humboldt-Universität, damit auch 200 Jahre Museum für Naturkunde, im Jahr 2011 dann 100 Jahre Max-Planck-Gesellschaft infolge der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Ausstellung widmet sich auch diesen Institutionen, kommt aus den Institutionen, schreibt aber nicht alleine Institutionen Geschichte, sondern die gesamten Berliner Wissenschaften sind Thema geworden. Die Freie Universität, die Technische Universität, die Staatsbibliothek sind weitere Partner, sodass es wirklich ein umfassendes Panorama ist, institutionenübergreifend, disziplinenübergreifend. Wissenschaft ist ja ein weites Feld. Man könnte sich kaum ein größeres vorstellen. Wie packt man die weite Welt der Wissenschaften in eine einzige Ausstellung? Wie haben Sie da ausgewählt? War für uns die zentrale Herausforderung, weil wir einerseits gesagt haben, wir fassen es so weit wie möglich, wir machen es disziplinenübergreifend, haben dann einerseits die historischen Räume entwickelt, einen Durchgang durch 300 Jahre Wissenschaften in Berlin, wo wir jeweils Wissenschaft im jeweiligen zeitlichen Kontext zeigen, haben dann Räume entwickelt, die wir Wissenswege nennen, ein Raum zum Experimentieren, ein zum Reisen, ein zum Vermessen, haben einerseits geschaut, was waren denn eigentlich ganz wichtige Kapitel der Berliner Wissenschaften, haben die ausgewählt, uns dann aber auch den Freiraum gelassen, Unbekanntes, Nischen zu zeigen. Und da bleibt es dann letztlich ein Stück weit auch kuratorische Freiheit zu sagen, was packt mich denn an, was finde ich es denn eigentlich etwas Unbekanntes, was man mal an die Oberfläche holen sollte und was dann hoffentlich auch dem Publikum gefällt. Wissenschaft ist ja eine tendenziell eher abstrakte und hochkomplizierte Angelegenheit, die man schwer veranschaulichen kann. Nach welchen Prinzipien sind Sie vorgegangen, um das dem Publikum trotzdem zugänglich zu machen? Da würde ich zweigeteilt antworten. Einerseits wollen wir zeigen, auch die Wissenschaft ist immer wieder anschaulich. Beispielsweise hier in der zentralen Installation im Lichthof sind Dinge, Wissensdinge zusammengetragen worden. Wir zeigen einem Raum Lehren, Lehrsammlung, größte Anschaulichkeit von Wissenschaft. Und dann haben Sie aber gleichzeitig natürlich auch völlig recht, ganz vieles ist sehr abstrakt. Wenn wir zum Beispiel Einsteins Tagebuch zur Relativitätstheorie haben, wir können jetzt nicht die abstrakte Relativitätstheorie erklären, aber wir erklären, welch mühsamer Weg es für Einstein war, seinen Formulismus, den er entwickelt hatte, selber zu interpretieren. Er hatte ihn entwickelt, hat ihn dann verworfen, um 6 Jahre später zu erkennen, eigentlich stimmte die Mathematik und dass er wieder darauf zurückgegriffen hat. Das machen wir zum Beispiel, indem wir ein Audiohörspiel dazu entwickelt haben, dass man auch medial sich informieren kann, dass man sich nicht durch Textwüsten kämpfen muss. Da kombinieren wir die Präsentation von Objekten mit Filmen, die wir gedreht haben, die wir angefertigt haben, mit Audiobeispielen, die wir angefertigt haben, haben jeweils überlegt, was ist das Sinnliche, was ist das Abstrakte, was ist das richtige Medium? Für was ist das richtige Medium für die Ausstellung? Und changieren zwischen Objektpräsentation, zwischen medialen Einsätzen, die wir keineswegs gescheut haben. Letzte Frage. Sie zeigen, was ist Ihr Lieblingsobjekt? Die Frage nach dem Lieblingsobjekt wird gern gestellt und sie fällt mir so unglaublich schwer zu beantworten, wenn Sie sich vorstellen können, dass man 2 Jahre lang so viele Objekte gesichtet hat. Aber hier beispielsweise im Lichthof thront oben auf dem Regal in 15 Meter Höhe Condé, ein Pferdeskelett. Und Condé war das Lieblingspferd von Friedrich dem Großen, hat Friedrich den Großen auch überlebt, wurde dann in der Tierarzneischule seziert, befindet sich heute in der Veterinärmedizin der FU. Und dass ein solches Pferdeskelett, dem man es eigentlich gar nicht ansieht, eine so bewegte Geschichte hat, finde ich eigentlich unheimlich spannend und sagt aus, wie sich jetzt in Gegenwart der Präsentation Geschichte und Gegenwart treffen können.